Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es ist endlich wieder soweit, wir machen eine weitere Runde Guess the Rank. Falls du das Format noch nicht kennst, hier analysiere ich eure Gameplays und muss überlegen, welchen Rang hattest du bei diesem Gameplay und meistens liege ich falsch. Wenn du auch mal mitmachen möchtest, dann warte bis zum Ende der Folge, dort erkläre ich, wie du ein Replay einsendest. Und ja, heute haben wir leider nur zwei Gameplays, weil das die letzten beiden Gameplays sind, die ich vorbereitet bekommen habe, denn ich muss ja die E-Mails auswerten, ohne dass ich weiß, welchen Rang ihr habt, deswegen habe ich da immer einen kleinen Gehilfen. Deswegen heute nur zwei Runden, aber ich kann schon mal insofern sagen, aktuell liegen 35 E-Mails auf der Warteliste. Es tut mir leid, es sind viel zu viele, aber ich werde die alle abarbeiten und es kommt auch ab jetzt wieder öfter Guess the Rank. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wenn Rocket League Autos, Items oder Blueprints kaufen oder verkaufen willst, schau bei Aware vorbei. Klick auf den ersten Link in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode ANYART sparst du nochmal 3% auf deinen Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Alles klar, Leute, der erste Spieler, Lada, man kann schon sehen mit einem schönen Decal da drauf, ne, schön so Energy. Schön grün. Schön grün, du. Und macht er auch gut. Also der erste Kickoff sah schon mal gut aus. Erstmal hier Kameraperspektive. Stimmt schon, ja, auf Qualität. Oh, oh, oh. Da war ein bisschen gerammelt hier. Ja, war ein bisschen gerammelt am Start. Vielleicht mögen sie es ja auch. Nee, aber ich habe einen Kommentar bekommen, da stand drin, ey Dom, du kannst dich anhand der Kameraeinstellung bewerten, wie die drauf sind. Doch, kann man schon eigentlich. Aber man sieht schon, also, ich lehne mich mal wieder weit aus dem Fenster. Er hat gute Mechanics. Gute Mechanics, boah, wirklich. Ich würde eher sogar sagen, dass jetzt zu viel auf Mechanics geht. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Dadurch sein Mate hinten sehr viel alleine lässt. Ja, ja. Man sieht halt gerade, also, und das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel davon, wo ich halt immer wieder predige und predige. Er kann zwar Mechanics, er macht gute diagonale Flips nach vorne, er pusht den Ball aber teilweise einfach an die Wand oder steht da gerade einfach vollkommen falsch. Positioning ist da halt echt nicht gut. Wir schauen mal kurz rein. Das war okay, den Boost gesnackt war wichtig. Da nicht den Pinch bekommen, wollte er aber, glaube ich, auch nicht zwingend. Da schön gerammt. Ich glaube, der wollte ihn mit dem Bandenschuss austricksen, so ein bisschen. Mhm. Er kann Mechanics, ja, aber ich glaube dennoch, dass der wahrscheinlich trotzdem bei Platin 3 rumdümpeln könnte. Ja, es tut mir, aber... Also, ja, ich würde auch so sagen, Diamond 1, Platin 3... So. Es ist kein Champion-Gameplay. Und es tut mir halt immer wieder leid, das zu sagen, aber du siehst einfach anhand der Art und Weise, wie die spielen, auch nicht nur die zwei, sondern auch die Gegner, das ist kein Champion-Gameplay. Das kann es nicht sein, weil dafür passt die Rotation nicht und dazu passt einfach das Stellungsspiel nicht. Schön da mal drauf gegangen. Diamond 1 bis 2 so ungefähr. Ja, okay. Schönes Tor, schönes Tor. Ich überlege gerade in meinem Kopf einfach, was es sein könnte. Aber ja, okay, dann lasse ich. Also ich würde sagen, das ist Diamond 1 Gameplay. Aber ich sage safe, es ist kein Champion. Wenn das wirklich Champion ist, dann gebe ich allen einen Döner aus, wirklich, jedem Einzelnen von euch. Na, also, und das ist auch nicht böse gemeint, also bitte nicht falsch auffassen, wenn ich sowas halt dann sage und ja, ich bin hier, um halt die Ränge zu erraten und das ist halt, genau das ist das Format eben. Aber... Ja, ich würde sagen, so Diamond 2. Ui. Ui, okay. Diamond 2 würdest du sagen. Ja, ja, ich bleib mal bei Diamond 1, damit wir so ein bisschen auch Spielraum haben, um uns auch gegeneinander so ein bisschen zu betteln. Alles klar, kommen wir jetzt mal zum Resultat. Also, beim ersten Lader habe ich gesagt Dia 1, du hast gesagt Dia 2. Ja. Und der Lader ist Dia 1. Ich habe richtig gelegen. Er ist, oha, wirklich, ich habe zum allerersten Mal, glaube ich, richtig gecallt. Oh mein Gott. Also, ja, er ist... Ja. Sehr nah beieinander. Ja, wir waren, ja, es ist ein Liga, also ein Rang, klar. Aber das freut mich, dass ich mal richtig liege mit meiner Analyse vielleicht auch. Vielleicht auch, wir haben ja lange nicht mehr Guess the Rank gemacht. Vielleicht habe ich auch ein bisschen was dazugelernt und kann deswegen jetzt besser einschätzen, was hier wirklich Sache ist. Habt ihr dasselbe getippt? Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie eure Einschätzung im Nachhinein noch ist. Aber dir eins habe ich gut getroffen, du auch, Nekor, und... von daher ziemlich nice. So, zweite Runde beim Alexius und 1 versus 1. Auch mal vielleicht interessant. Spielt mit einem Fennec. Alexius. Was?
Alexus. Ah ja, Alexus. Alexius, Alexius. Er hat aber einen schönen diagonalen Flip am Kickoff gemacht, macht er gut. Da wäre es clever gewesen, ja, den Boost noch mitzustehlen, einfach mal seinen Unterboost einmal kurz zu wasten, um eben den Mid-Boost mitzunehmen. Ja, ich als One-Pro mittlerweile habe ja da so ein bisschen Erfahrung sammeln können. Aber ist auch schwer natürlich ein 1 vs 1 zu analysieren. Will er keinen Half-Flip machen? Will er? Okay, doch, aber, macht er. Aber sehr spät. Jetzt ein Ceiling. Ja, der Gegner hat ihn auch sehr viel Zeit gelassen. Ne? Ja, war vielleicht auch gewollt. Also, ich kann ja mal nur überlegen, wie würde ich halt spielen. Ist immer schwierig zu sagen. Aber ist für mich auch gerade. Also, ich muss sagen, ich tue mich gerade schwer, das erstmal einzuschätzen. Ich finde, das Gameplay wirkt noch ein bisschen langsam und als ob er oder die beiden sehr viel nachdenken würden, wie sie denn letztendlich jetzt spielen und was sie machen. Ja, das Tor sehr offen gelassen, hätte auch locker haben können eigentlich. Schöner Kickoff, schön gemacht, super. Das kann er schon ganz gut. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Schnelligkeit im Spiel. Der setzt keinen Druck hin. Und da auch die Annahme und jetzt übers am eigenen Tor vorbeifahren, das ist halt auch, wenn es gewollt ist und er weiß, der kommt da nicht an, ist ja alles super, aber da, das ist alles zu langsam. Ja, also ich würde das, es ist immer schwierig, ich würde erstmal sagen Platin 3. Da fahre ich immer echt, gut so mit. Hoch schon? Ich würde sogar noch tiefer gehen. Also ich spiele ja in meinen Streams wirklich eigentlich Daily gegen Gold- und Platin-Spieler und auch Grand Champions. Und das, ja, du hast aber schon recht, also Platin ist das eigentlich auch noch nicht. Einfach nur... So, das aber, da, das ist ja... War, wenn wir jetzt aber Gold sagen... Also wenn nee, damit, Gold würde ich nicht sagen. Ich würde vielleicht Platin 1 gehen. So. Aber Platin 1 so, schon ein Ceiling-Shot? Ich bin da leider sehr unbegabt, deswegen kann ich nicht so für mich persönlich sagen, ab dem und dem Zeitpunkt musst du das und das beherrschen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, als Platin 1 Spieler kannst du einen Ceiling-Shot oder eben auch nicht. Gut, also ich würde mich da ich würde mich eingrooven auf Platin 3. Du sagst Platin 1. Wobei ich es mittlerweile... Also. Ich gehe auf Platin 2 runter. Ich lass mich doch ein bisschen zügeln und ich sag Platin... Oh, schön. Ich sag Platin 2, Neko sagt Platin 1. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Alexus. Da habe ich gesagt, es ist ein Platin 2 Spieler, du Platin 1. Aber es war eben auch 1 versus 1. Das war richtig schwer zu sehen. Wir lösen auf. Der Gute war Silber 2. Also... Also ich wollte ihn sogar noch runterschätzen, aber ich wollte nicht so fies sein. Ja, das ist immer das Problem, dass man, aber man hat halt schon gesehen, die sind nicht gut, aber im Silber-2-Rang, den ziehe ich schon am Anfang raus, das kann nicht mal ich. Und da muss ich natürlich an mir selber appellieren und sagen, Dom, warum kannst du das nicht und ein Silber-2-Spieler? Aber für Silber 2 war der Ceiling-Shot schon jetzt nicht so verkehrt. Aber man hat gemerkt, das war halt langsam das Spiel, das passte nicht so richtig zusammen, weil das ist halt Silber war, also noch unter Gold, ne? Hä? Ja, ich wollte schon auf Gold gehen, aber dass es Silber ist, so hätte ich jetzt nicht gedacht. Das habe ich dann wirklich auch vollkommen verhauen, das Ding. Gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, würde mich super interessieren. Und wenn du auch mal mitmachen willst, dann gibt's jetzt die Ankündigung, wie du bei GästeRank mitmachen kannst. Schreib mir einfach eine E-Mail an anyartlp@gmail.com und schreibe dort in den Betreff GästeRank. In die E-Mail schreibst du einfach deinen Ingame-Namen, damit ich weiß, welchen Spieler ich spectaten muss und natürlich deinen Rang. Als Anhang kommt dann eine Replay-Datei von Rocket League. In der Videobeschreibung ist ein Link zu einem anderen YouTuber, der ganz genau beschreibt, wo du diese Replay-Dateien findest und da musst du einfach dann mir eine Datei anhängen an die E-Mail und dann kannst du die E-Mail abschicken. Und das war's, dann musst du einfach nur noch abwarten, bis du irgendwann hier in dieser Folge landen wirst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Däumchen nach oben nicht vergessen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, Tschüssikowski.